Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Star Wars Jedi Survivor. Ja, in der letzten Episode ging so ziemlich alles schief, was schief gehen kann. Bin gespannt, wie wir da wieder rauskommen wollen. So, wir müssen mal unsere Schlüssel hier holen. Oh ja, Safe Point. Okay, aber wir müssen uns beeilen. Noch haben wir Zeit, die restlichen Anachoreten zu evakuieren. Und so viel vom Archiv zu retten wie möglich. Na stimmt ja. Da war ja wieder die Sache hier. Okay. BD1, bring das zum Mantis. Wir sehen uns am Treffpunkt wieder. Geh. Jetzt. Oh, was? Lang nicht mehr gesehen. Ich hatte gehofft, ihr wärt auf Nur ertrunken, als wir eure Unterwasserbasis gesprengt haben. Ihr täuscht euch, wenn ihr tatsächlich glaubt, dass eure Taten irgendetwas geändert haben. Die Festung hält Stand. Die Inquisition setzt ihre Arbeit weiter fort. Und ich bin gekommen, euch zu töten. Ich nicht. Überhaupt nicht. Alter, den Darth Vader. Alter, nein. Alter, nein. Scheiße. Ich meine, umbringen werden wir ihn nicht. Das ist soweit klar. Ihr vergeudet eure Zeit. Okay, das war nochmal schnell genug. Ihr habt die Überreste der Jedi-Tradition zusammengetragen. Oh, scheiße, ist das jetzt ein neuer Special Move? Fuck. Ihr vergeudet eure Zeit.
Ihr seid stärker geworden. Nein. Ich habe mich nur von meiner Angst losgesagt. Das wird sich zeigen. Es ist nicht sein Ende. Flüchte. Also, Earth Vader sieht ja mal geil aus. Ah, wie cool. Euer Ende ist unausweichlich. Oh, fuck. No. Echt? Nein, bitte, nein. Nein, bitte lass mich jetzt nicht nochmal alles machen. Nein. Geil. Einfach nur geil. Moin, Duffy. Das kennen wir schon. Okay, ich hab das Gefühl, das geht irgendwie schneller. NATO. Ihr vergeudet eure Zeit. Audi, was? Das hat er vorher nicht gemacht. Ja, danke schön. Der sagt jetzt wirbelt. Sinnlos. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Also ich im Boss kämpfe. Ich liebe es. Ballen wir wieder alles. Habe ich eigentlich anderen Kampfstil? Nee, ne. Nur das hier. So, Duffy. Moin, moin. Sinnlos. Ja, das haben wir auch schon gesehen. Alter! Heil! We'll be right back.
Nein, 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 nein! Fuck, nein, nein, nein! Alter, lass mich heilen. Fuck. Alter, das kann's doch nicht sein. Okay, wenn ich jetzt noch ein paar Mal fail, dann werde ich das schneiden, sodass der nächste Kampf der sein wird, wo ich es dann schaffe. Lass mal hoffen, dass es der ist. 2000 years later. Wenn es jetzt nicht geht, dann weiß ich auch nicht. Scheiße! Diese Phase jetzt wieder.
Und sind Sie sicher? Ja, ja. Sie sind sicher. Wir finden einen schönen Platz für Ihre Gräber. Die restlichen Anachoreten haben sich aufgeteilt. Das Imperium verfolgt sie. Könnte aber zurückkommen. Seer hat BD1 genug Zeit verschafft, um uns mit den Kontaktcodes des Pfads zu erreichen. Doch das ist alles, was von ihrem Archiv übrig ist. Wir waren einer zweiten Chance schon so nahe. Was für ein schlechter Witz das doch ist! Sag mal, wie kann Boat ein Jedi und ein imperialer Spion sein? Er ist kein Jedi. Wie konnte er das schaffen? Er hat uns alle getäuscht. Ich hätte es dennoch spüren müssen. Schluss, es reicht! Kerl? Es reicht. Genug jetzt. Was Boat getan hat, ist nur seine Schuld. Es ist weder deine noch die von sonst jemandem. Es ist nur seine. Wir wissen, die Karten sind gezinkt. Aber wir entscheiden, wie gespielt wird. Schade, dass auf ihn kein Kopfgeld ausgesetzt ist. Wir hätten ihn mit einem Gildentracker aufspüren können. Der Peilsender. So hat Boat uns auf Cobo erreicht. Ach, könnte er noch aktiv sein? Finden wir es raus. Mist, nichts. Signal. Es ist schwach. BD verfolge es. Das Nova Garen System. Moment, warum sollte Boat einen Umweg fliegen? Weil er eine Tochter hat. Vielleicht lebt sie dort. Wir könnten ihn dort einholen. Aber sieht nach einer Falle aus. Ja, tut es. Also, was sagst du? Maskieren wir es? Haben wir denn eine andere Wahl? Für Seer. Und Meister Cordova. Ich tarne unsere Ankunft. Okay. Ihr zwei schnallt euch lieber an. Ich fliege. Für Seer. Alter, ihm haben wir so richtig den Arsch versohlen. Oh, wir sind immer noch da unten. Also wir waren schon wieder oben. Ach so, ich soll jetzt erst. Ja, gut. Es wäre auch okay gewesen, wenn ich einfach drauf losfliegen. Hierhin. Okay, das Spiel geht ja doch noch ein bisschen. Ein paar imperiale Funksprüche, nichts Unerwartetes. Okay. Seer. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören können, aber ich werde Sie vermissen. Ja, ich bin mal gespannt, was er für uns vorbereitet hat. Oh, ich krieg jetzt ziemlich viele Einträge für die Datenbank. Okay. Schneid dich an, Kerl. Zeit zum Landen. Jo, mach ich schon. Oh, what? Hier lässt sich's leben? Man hat schon geil ausgesehen. Ich kann einfach nicht aufhören, an Seer zu denken. Ich auch nicht. Ich werde das Pylons nie mehr so sehen können wie früher. Sie hat das Geld vorgestreckt, aber sie konnte es einfach nie besuchen. Und jetzt wird sie es niemals. Tut mir leid, Chris. Ja. Mir auch. Ich hätte ihr gern wenigstens einmal alles gezeigt, weißt du. Ja, kommst du mit? Wie geht's dir? Es ist wieder passiert. Unsere Freunde, unsere Familien sind tot. Ich weiß. Es tut mir leid. Das ist nicht deine Schuld. Aber ihr Tod darf nicht umsonst gewesen sein. Wird's nicht sein. Oh, Safe Point.
Sieht so voll nach Imperium aus. So weit, so gut. So, dann hätten wir immer gesaved. Okay, ich bin bereit. Moment. Okay, dachte schon. Einmal hier rein. Moment, du wolltest was scannen? Was denn? Ach so. ESB-Basisstruktur. Wohin? Wir müssen ihn finden, BD. Falls er überhaupt noch hier ist. Da noch oben? Okay. Ah, da geht's noch weit. Kiste! Das ist meine Kiste. Neue Lackierung. Oh, einmal hier, einmal hier. Was ist hier? Hier ist gar nichts. Okay. Dann in diese Richtung. Ja, kann auch dort durch. Na komm. Nice. Oder so. Kommt er da nicht durch? Ah. Moment. Wir sind Kampf nicht. Ach man. Ja, irgendwas sagt mir, dass das nicht irgendeine imperiale Basis ist. Okay. Kann ich jetzt? Idi. Hallo. Gut. Dankeschön. Oh. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Mit den Sicherheitsprotokollen des Hangars stimmt was nicht. Er ist ein Offizier der imperialen Sicherheitsbehörde. Sie sind die Geheimpolizei des Imperiums. Du wirst mir Zugriff auf das Terminal geben. Nein, ich kann nicht. Sie sind nicht autorisiert. Ich bin autorisiert. Sie machen keinen Fehler. Sie sind autorisiert. Zugang gewährt. Was für ein Arsch. Wenn das eine ISB-Basis ist, was macht Bord dann hier? Vielleicht arbeitet er für den imperialen Geheimdienst. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf Weiteres auf der Zielbelandeplattform umgeleitet. Okay. Jetzt? Dahin? Ciao! Ja, so viel zu... Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine Umfassung Untersuchung bis auf Weiteres auf der Zielbelandeplattform umgeleitet. Weil, ah, I see. So, mal Jungen, mach mal den hier. Dieser Hangar
Pathfinder ist wegen der erhöhten Sicherheit schlicht. Oh. Warte, ich musste mal kurz eine kleine Sache machen. Das ist übrigens mit Darth Vader, ne? Habe ich nur geschafft, weil ich sie auf Story-Modus eingestellt habe. ich hab so oft gefailt. Ah, wir tun wieder auf Jedi Padawan. So. Hab keine Nerven mehr gehabt. Moment mal. Scan? Achso, den Offizier. Okay. Du gehst. Geht's jetzt hier offiziell weiter? Ja, dann möchte ich gerne mal nach unten. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Ja, wir haben es gehört. Untersuchung bis auf Weiteres auf der Ziel-Landeplattform umgeleitet. Was ist hier? Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Der sieht neuerdings alle Register. Kannst du es ihm verdenken? Der Kampf ums Budget wird immer härter. Wenn du mich fragst, ist die Inquisition die Kredits nicht wert? Die Bilanz der ISB ist wesentlich besser. Ein! Ein Feind! Gut, dann hätten wir das. Schießt's mal. Ein Jammer. Oh. Sei vorsichtig. Wir dürfen Bord nicht wissen lassen, dass wir ihm hierher gefolgt sind. Auslöschungstruppler auf dieser Basis. Also doch der offizielle Weg hier. Lord Vader und die Inquisition müssen einen Verdacht hegen. Vielleicht ist Commander Denwick mit seinen Ein Terminal. Vielleicht ist Bord in der Datenbank. Bord ist definitiv hier. Er hat ein Zimmer in den Offiziersquartieren. Hey, der Jedi offenbart sich. Unter Kontrolle. Ah! Okay, sehr gut. So nicht. Gut, wunderbar. Dann hätten wir hier alle. Gut, ich komme. Hey BD, hilfst du mir mal? Hier spricht Commander Dan. Ich möchte hiermit als erster unsere Gäste der Inquisition willkommen heißen. Wir sind dankbar, dass Lord Vader Interesse an unseren Operationen gezeigt hat. Wir werden weiterhin beweisen, dass diese Behörde für das Imperium unverzichtbar ist. Das ist der Stützpunkt, Kommandant. Aber mit den Informationen unserer Behörde werden wir siegen. Bleiben Sie immer aufmerksam und wachsam. Wir das werden wir sehen. Die imperiale Sicherheitsbehörde. Wir sind die Augen des Imperiums. Und da ähnlich hin. Los geht's. Von da. Die Basis ist nun abgerissen. Ein Einzelnen wurde in den Bringt ihn sofort zu mir. Oh, holy shit. Back up.
Holy, das geht ab. Jetzt bitte. Okay, der war geiler Finisher. Hey, du hältst ein bisschen was aus. Und ciao. Alter! Doch, werde ich. Glaubst du, dass das eine Falle war? Wir kommen erst an Bord an, wenn wir diesen Stützpunktkommandanten finden. BD1. Was? Nein. Du sollst hier interagieren. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, natürlich. Was willst du denn? Ach so. Was ist das? Wir werden da oben vermutlich ziemlich sicher einen Bosskampf haben und dann kommen wir hier wieder runter. Sieht zumindest sehr danach aus. Wo geht's jetzt eigentlich für uns weiter? Damit kann ich ja nichts machen. Fragezeichen. Wo geht's weiter? Kann ich hier nochmal drücken? Nee. Was übersehe ich? Hier haben sie explizit offen gelassen. Aber hier hat es auch keinen Spalt oder so. Hier kann ich auch nichts machen. Soll ich nach oben kann ich jetzt auch nicht mehr. Das Ding. Ich glaube nicht, dass ich darüber schaffe, oder? Vielleicht doch. Mal. Oh doch. Nice. Ach so. Okay. Ja, dann gehen wir mal diesen Weg. An alle Sicherheitskräfte. Wir haben den Eindringling aus den Augen verloren. Melden Sie Identifizierung an die Zentralkommando. Schwer zu glauben. Vielleicht ist es eine Übung. Mit all den Außen. Noch mehr? Nö. Secret, Secret? Nö. Ah, da. Der Eindringling wurde als der Jedi-Terrorist Cal Kestis identifiziert. Bringt ihn zu mir. Was ist das? Elektronenwände aktiviert. An das gesamte Personal. Abstand halten. Die Plattform ist wohl nicht hier. Ja, habe ich auch gesehen. Gehen wir mal kurz runter. Diesmal will ich den Weg nicht auslassen. Funktioniert hier was? Ah, Abkürzung nach wo? So, BD, schieß mal. Ah, noch da. Okay. Wieder runter. Ich glaube, holen brauche ich mich jetzt erstmal nicht. Ich habe ja noch 5 Stimpacks. Der Alarm macht sich ab und zu mal ein bisschen in die Hosen. Gutti. Was?
Ich glaube, wir schauen da mal kurz vorbei. BD, stimmt zu mir! Gut, gerade noch geschafft. Alla! Ah, stimmt. Gut, danke. So, das Teil ist auch im Arsch. Was haben wir hier? Ach, wieder so ein Club, den jetzt überhaupt nicht. Sag mal, kann ich dich irgendwie hochziehen? Ciao. Du nervst. Komm, hau drauf! Nein! Oh, oh, oh! Und tschüss! Ah, okay. Muss ich bei der Konsole irgendwas machen? Oh, er kann sich hier aufmachen. Sehr gut. Hervorragend. Ich will ja eine blöde Lackierung. Ich meine, für alle, die die Sachen natürlich gern customizen, ist es natürlich super, aber. Oh, gehöre ich jetzt nicht so dazu. Das wird eine Abkürzung. Ah, okay. Gut, wieder rauf. Jetzt habe ich nur noch zwei Steampacks. Oh no. Fordere Verstärkung an. Meldung an Zentralkommando. Eindringling gesichtet. Ja, komm her. Ihr seid geschickt aus. Alleine schaffen. Alles wieder das Ziel. Alla. Jo. Geil. Das hat gut funktioniert. Gott sei Dank habe ich da die Abkürzung. Die... Einfach reinlaufen, oder? Ah ja, und hier geradeaus. Ciao. Ach, ihr seid ja wieder da. Ja, den Druiden lasse ich mal. Das ist irgendwie niedlich. So, dadurch. Und dieser Aufzug. Ja? Ne, Moment. Das wäre es jetzt noch gewesen, dass er da nicht gespeichert hätte. Und ich hätte es jetzt nochmal machen müssen. So, ciao da unten, viel Spaß. Und die da oben sind. Ach, die tue ich mal ignorieren. Und doch. Alla, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Alla! Bring das schnell zu Ende!
Weich aus, so viel du willst. Ich versuch's weiter. Alter, komm, stirb jetzt. Dankeschön. So, bitte, mach mal das Teil aus. Zumindest, glaube ich. Naja, das war's nicht. Okay. Ah, du. Das ist eine Falle, oder? Cal Kestis. Ich hätte erwartet, ich würde euch zuerst gefesselt an einem Verhörstuhl kennenlernen. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ein wenig schräg, oder? Geht jetzt ans Funkgerät und beendet den Alarm. Sonst was? Ihr seid ein Jedi. Ich weiß, wozu ihr fähig seid. Und wozu nicht. Los ans Funkgerät. Jetzt. Hier, Commander Danvik. Der Jedi wurde neutralisiert. Alle Einheiten zurück in Bereitschaft. Jetzt zufrieden? Ich will zu Baut Akuna. Wie habt ihr diese Basis gefunden? Ein Peilsender in Bauts Schiff. Ah, wie ungewohnt nachlässig. Seinen Berichten zufolge seid ihr euch seit Coruscant näher gekommen. Sie befahlen ihm, mein Team zu infiltrieren. Korrekt. Boat ist bereits eine ganze Weile meine Waffe. Eine effektive. Anders als die gepanzerten Abscheulichkeiten der Inquisition. Dann ist das also wahr. Sie ist tot, ist allein ihrer Schuld. Nein. Die Jedi-Operation ist nach Holland. Das Imperium hat das Archiv verbrannt. Angeführt von Darth Vader. Lord Vader? Ich muss das beenden, solange ich noch kann. Versteht ihr nicht? Brod hat euch hierher gelockt, um mich zu vernichten. Sie kommen. Ich bin ein toter Mann. Das war... Was? 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 Hä? Was soll... Hä? Warum denn das jetzt? Das geht mal... Warum sollst du dich verkleiden und... Fragezeichen. Ja, du, das kenn du mal. Sehr gut. Die müssen wir öffnen. Abkürzung. Datenbank. Oh, nicht gefundene Datenbankeinträge werden jetzt in der Holokarte angezeigt. Okay. Aber warum? Ganz ehrlich, warum das Outfit? Hacken? Nicht hacken. Ich habe so das Gefühl, ab da unten kriegen wir einen Bosskampf. Und der Timer ist bei mir bei knapp einer Stunde jetzt, obwohl ich das mit Darth Vader noch ein bisschen schneiden muss. Ich würde sagen, wir schauen uns das in der nächsten Episode an. Aber das, dass er sich jetzt verkleidet hat, das geht mir jetzt gerade im Kopf nicht ein. Und ja, wir verfallen ein bisschen dem, was wir eigentlich nicht sollten. Nach der Aktion hier. Na gut, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns spätestens in 2 Tagen. Bis denn dann. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.